Man sieht ihn das Prickeln richtig an. Ich glaube, der aufgecrashte Limonensaft hat's gemacht. Ey, das war so eine gute Idee. Kompliment, ihr Lieben. Das Dessert ist so vorzüglich. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Ich glaube, du solltest jetzt mit den Duftproben beginnen. Ja, du hast recht. Ich bin stolz auf euch. Ach, das mache ich mit den Duftpaketen. Wir müssen jetzt die Duftpakete verteilen. Lassen Sie sich feiern. Wenn ihr hören könntet, was an den Tischen gesprochen wird. Eine einzige Lobeshymne. Toll, ganz wunderbar. Verehrte Gäste, wenn man Ihren begeisterten Kommentaren an den Tischen trauen darf, dann hat der Titel Symphonie der Sinne nicht zu viel versprochen. Und die Päckchen, die gerade verteilt werden, enthalten Duftproben aus der Kreation von Miriam Tarasch. Sie dürfen diese Geschenke mit nach Hause nehmen. Jetzt möchte ich doch unseren beiden Stars des Tages ganz herzlich gratulieren und Sie dazu animieren, dass diese wunderbare Veranstaltung kein einmaliges Highlight am Fürstenhof bleiben wird. Ja, dann schlage ich vor, Sie melden sich in den nächsten Tagen wieder. Frau Tarasch ist bestimmt zu einem Interview bereit. Wunderbar. Und herzlichen Dank für den schönen Ja, ich danke, dass Sie gekommen sind. Danke. Also, Wiederschauen. Wiedersehen. Kommen Sie gut nach Hause. Danke für den wunderschönen Abend. Gerne. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Danke. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Ja, es war großartig, dass wir ganz entscheidend Ihrer Organisation zu verdanken haben. Ach, ist das Entscheidende eines Events nicht der Inhalt? Naja, es war eine exzellente Idee, dürfte dazu passende Speisen. Das macht uns keiner so schnell nach. Ich glaube es doch richtig gut an. Weil die wichtigen Gäste und Journalisten gekommen sind, das haben wir Ihnen zu verdanken. Ich habe heute übrigens die ersten Bewerbungen für die Stelle des Kochs reinbekommen. Oh, gut, dass Sie mich daran erinnern. Wir blasen die Suche ab. Und wer kocht dann? Robert. Mir ist nach dem heutigen Abend klar geworden, dass wir alles unternehmen müssen, ihn hier zu halten. Das sehe ich allerdings auch so. Aber lassen Sie uns heute die Geschäfte vergessen und uns diesem übersinnlichen Abend zuwenden. Sie sehen übrigens wieder bezaubernd aus. Ah, du bist. Ja, ich. Auf Miriam wirst du noch warten müssen. Sie turnt mit Robert noch durch die Küche. Wow, wo hast du die her? Aus der Apotheke. Gepflückt. Wow. Einfach und doch so schön, hm? Miriam wird sich über die Blumen freuen, Felix. Aber glaub nicht, dass ihr euch dadurch wieder näher kommt. Wir sind uns nah. Und doch steht was zwischen euch. Musst du denn immer in derselben Wunde rumbohren? Felix, ich hab doch gesehen, wie es dir das Herz zerreißt, wenn du die beiden zusammen siehst, wenn sie jetzt neues Dreamteam gefeiert werden. Ja, aber damit muss ich zurechtkommen. Robert liebt Miriam. Komm, hör bitte auf, deine Situation mit meiner zu vergleichen. Robert hat sich von dir getrennt, weil er dich nicht mehr liebt. Sorry, aber das musste mal jemand sagen. Die Situation zwischen Miriam und mir ist anders. Wir sind verheiratet. Felix, ich will einfach nur nicht, dass dir genauso wehgetan wird wie mir. Siehst du denn nicht, dass die beiden etwas ganz Besonderes verbindet? Etwas, was wir ihnen nicht geben können. Eine gemeinsame Kunst, ein Talent und die Leidenschaft dafür. Da kommen wir zwei Realisten nicht dazwischen. Et voilà. Wow. Kubanischer Rum? Du bist einfach unglaublich. Darf ich das jetzt essen? Das sieht echt toll aus. Klar. Klar, wenn doch was in dich hineinpasst nach all den Massen, in die du schon... Bitte. Ich habe noch gar nichts gegessen. Ich war viel zu aufgeregt. Glaubst du wirklich, dass ich weiter kochen könnte? Ja.
Es hat doch super funktioniert. Meine Nase und dein Know-how. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, irgendetwas anderes zu tun. Ich meine, Portier, Page, Tankwart, das ist nicht mein Ding. Robert, vergiss es doch einfach. Ich bin deine Nase. Und zusammen werden wir die Welt der Küchen und Düfte erobern. Das wäre schön. Ich glaube, ich habe jetzt endlich gefunden, was ich machen will mit meinem Leben. Und das Tollste ist, die Leute fanden es toll. Meinst du das im Ernst? Ja. Ich bin so gespannt, was morgen in der Zeitung steht. Sensation, Sensation! Duft- und Fressorgie im Fürstenhof und das Ganze auf höchstem Niveau! Prinzessin Nase, Sie haben mein Leben gerettet. Ich bin gespannt, was Felix dazu sagen wird. Ja, darüber muss ich dann gleich mit ihm reden. Robert, das macht so viel Spaß mit dir. Zu arbeiten. Das macht wirklich viel Spaß. Ich sag mal, ist irgendwas? Nein. Sag schon, das ist ja furchtbar, dieses Spektakel, das du hier abziehst. Entschuldigung. Samir, was ist los? Meine Mutter hat sich wirklich in Johann verliebt. Oh. Anfangs war alles nur ein Spiel, damit ich als die Tochter von Johann anerkannt werde. Ja, jetzt ist mir einiges klar. Das ist aber überhaupt nicht witzig. Die arme Elisabeth hat alles mitgemacht und jetzt ist sie auch noch nach Uganda geflogen, damit das alles echt aussieht. Dabei ist deine Mutter jetzt tatsächlich mit Herrn Gruber zusammen? Nein. Ich habe meiner Mutter gesagt, dass sie sofort abreisen soll, sobald meine Papiere unterschrieben sind. Schade. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es deiner Mutter hier ganz gut gefällt. Ja, sie fühlt sich sehr wohl. Zu wohl mit Johann. Glaubst du, Herr Gruber hat sich auch in deine Mutter verliebt? Nein. Er ist sehr glücklich mit Elisabeth. Aber wer weiß, was noch passiert. Ja, du hattest ja schon öfter so Träume und Visionen. Und alle sind eingetreten. Johann und Elisabeth haben so viel für mich getan. Ich kann einfach nicht zulassen, dass meine Mutter ihre Liebe kaputt macht. Samir, du darfst aber auch nicht glauben, dass du für alles verantwortlich bist. Wenn ich diese Vision bekomme, dann heißt es, dass ich was tun soll. Vielleicht heißt es aber auch, dass zwischen den beiden etwas Wertvolles entsteht, das du nicht stören sollst. Am Ende gewinnt immer die wahre Liebe. Woher weißt du das? Ich weiß es eben. Herr Robert, was machst du denn so allein hier in der Küche? Die Ruhe nach dem Sturm tut ganz gut. Solche Erfolge erlebt man im Leben nicht sehr oft. Die muss man feiern. Lass dir das von deinem alten Vater gesagt sein. Fantastisch, was ihr da so auf die Beine gestellt habt. Ihr beide zusammen seid unschlagbar. Deshalb habe ich auch die Suche nach einem neuen Koch abgeblasen. Könnte tatsächlich sein, dass ich weitermachen kann. Ja, keine Frage. So kann es klappen. Es freut mich, dass es dir gefallen hat. Hast du dir ausgesucht? Ja. Leider schmecke ich nichts. Hat sich Frau von Heidenberg nicht gelangweilt, so ganz allein? Du tust dir Unrecht, Robert. Ich bin einfach nur froh, dass sie nicht die Frechheit besessen hat und bei der Feier aufgetaucht ist. Du wirst auch noch dazulernen. Ich wünsche dir alles Glück auf der Welt. Auch in Bezug auf Miriam. Aber ich kann ja wohl erwarten, dass du Barbara als meine Ehefrau akzeptierst. Sie hat mir erst heute wieder bewiesen, wie liebenswert sie sein kann. Sie ist allein aus Rücksicht auf dich weggeblieben. Da
damit es nicht zu irgendwelchen Streitereien zwischen euch kommt. Das rechne ich hier hoch an. Du wirst Barbaras wahre Qualitäten kennenlernen, wenn du endlich diese feindselige Brille abnimmst.